Willkommen seist du in Olympia, der Heimat der Olympischen Spiele. Wir stehen im Hauptbereich von Olympia, wo die Olympischen Spiele höchst selbst stattfanden. Im Laufe der Festlichkeiten traten Athleten für Prestige und Ruhm gegeneinander an, um sich selbst und ihren Städten Ehre zu bringen. Genieße deinen Besuch. Ich schau wieder vorbei, wenn du fertig bist, um zu sehen, ob du aufgepasst hast. Der erste Tag der Olympischen Festivitäten begann mit einer Zeremonie für die teilnehmenden Athleten, Trainer und Richter. Die Zeremonie fand vor dem Altar des Zeus Horkios, dem Zeus des Schwurs, statt. Die Athleten schworen, dass sie die olympischen Regeln befolgen und die Richter, dass sie gerecht und unvoreingenommen beurteilen würden. Dann begannen die Wettkämpfe mit dem Wettbewerb der Herolde und Trompeter. Sie wetteiferten darum, wer das Privileg haben würde, die Spiele anzukündigen. Am ersten Tag der Wettkämpfe fanden Ringen, Laufen und Boxen für die jüngsten Athleten im Alter zwischen 12 und 18 statt. Der zweite Tag begann mit einer großen Prozession in das Hippodrom, um den Beginn der beliebten Reitveranstaltungen zu feiern. Das am meisten herbeigesehnte und spektakulärste unter ihnen war die Quadriga, ein Wagenrennen mit 4 Pferden. Einzigartig dabei war, dass nicht der fähigste Reiter oder Fahrer gewann, sondern der Besitzer des schnellsten Pferdes oder Wagens. Die spartanische Prinzessin Kyniska nutzte dieses Hintertürchen aus, um die Regel zu umgehen, dass Frauen nicht antreten durften, und erwarb dabei 2 olympische Siege. Diese Regel führte außerdem gelegentlich zu seltsamen Ergebnissen. Im Jahre 416 vor unserer Zeit zum Beispiel nahm der Staatsmann Alkibiades mit 7 Wagen an einem Rennen teil und gewann den 1., 2. und 4. Platz. Nach den Reitwettbewerben zogen die 40.000 Zuschauer ins Stadion um, um die Disziplinen des Pentathlon anzusehen. Wenn die Tagesveranstaltungen vorbei waren, wurden Begräbnisriten für den Helden Pelops durchgeführt, den mythischen Begründer der Olympischen Spiele. Der Abend endete mit einem feierlichen Gelage und einer großen Parade zu Ehren der Sieger des Tages. Ein Sieg bei den Olympischen Spielen war eine der größten Ehren, die ein Sterblicher erreichen konnte. Und es gab viele Wege, diese Ehre zu verewigen. Einige Athleten ließen Statuen von sich errichten, während andere Gedichte als Siegesoden in Auftrag gaben. Mündliche Überlieferung war den Griechen sehr wichtig. Diese Oden, Epinikia genannt, wurden oft von den besten Dichtern des Landes komponiert. Darunter Pindar, Simonides und Bakchylides. Sie wurden üblicherweise bei Festessen und Feierlichkeiten gespielt, denen der siegreiche Athlet beiwohnte, oder bei seiner Abreise aus Olympia. Der Pentathlon fand am zweiten Tag im Stadion statt. Wie sein Name nahelegt, bestand er aus 5 Disziplinen: Diskuswurf, Speerwurf, Springen, Wettlauf und Ringen. Es gibt einige Unterschiede zwischen der antiken Version dieser Disziplinen und ihren modernen Gegenstücken. Zum Beispiel hielten antike Weitspringer Gewichte in ihren Händen, um ihnen beim Absprung Schwung zu geben, weil es keinen Anlauf gab. Wenn ein Athlet außerdem die ersten 3 Disziplinen gewonnen hatte, wurde er sofort zum Gewinner erklärt, anstatt dass die Gesamtleistung aller 5 Disziplinen gewertet wurde. Laufdisziplinen liefen fast genauso wie heute ab, mit dem wichtigen Unterschied, dass alle Athleten nackt waren. Beim Ringen waren die Wettkämpfer nicht wie heute in Gewichtsklassen, sondern nach Alter aufgeteilt. Es gewann derjenige, der seinen Gegner zuerst 3-mal zu Boden geworfen hatte.
Der dritte Tag begann mit dem wichtigsten Ereignis des Festes. Eine Prozession von Hellanodike, Botschaftern, Wettkämpfern und Tieren bewegte sich auf den großen Altar vor dem Tempel des Zeus zu. Die Tiere wurden als offizielles Opfer des Festes dargebracht. Der Nachmittag des dritten Tages war den Laufdisziplinen gewidmet. Laufen ist die älteste Disziplin bei den Olympischen Spielen und war bei den ersten Spielen tatsächlich die einzige. Der wichtigste Wettlauf wurde Stadion genannt und war ein Sprint über etwa 180 Meter. Der Gewinner erhielt die Ehre, dem vierjährigen Zeitraum zwischen den Spielen seinen Namen zu verleihen. Dieser Zeitraum hieß Olympiade. Die Jahre, die den ersten Spielen 776 vor unserer Zeitrechnung folgten, waren etwa als die Olympiade des Choroibos von Elis, des ersten olympischen Siegers, bekannt. Nachdem die Wettkämpfe vorbei waren, wurde zu Ehren der Sieger des Tages ein öffentliches Festmahl im Prytaneion abgehalten. Am vierten Tag fanden Kampfdisziplinen statt. Ringwettkämpfe wurden am Morgen abgehalten, gefolgt vom Faustkampf und dem Pankration. Das Pankration war eine kompromisslose Mischung aus Ring- und Faustkampf. Dabei war nahezu alles erlaubt, außer Beißen, das Stechen in Augen oder Mund und Schläge gegen die Genitalien. Diese Disziplin war sehr beliebt und wurde als ultimativer Ausdruck von Stärke und Technik angesehen. Später am Nachmittag fand ein einzigartiger Wettlauf statt, der Hoplitodromos, der Wettlauf in Rüstung. In dieser Disziplin trugen die Wettkämpfer einen Helm und hielten einen Schild, um das Laufen auf dem Schlachtfeld zu simulieren. Die Hellanodike, die Richter der Griechen, waren sowohl die Preisrichter der Spiele als auch deren Organisatoren. Sie kamen aus Elis, der Stadt, die für das Heiligtum von Olympia verantwortlich war. Für jede Olympiade wurden neue Richter gewählt. Sie hatten mehrere Aufgaben. Bevor die Spiele begannen, entschieden sie, welche Athleten am Wettkampf teilnehmen durften und überwachten deren Training. Sie zogen außerdem Lose, um den Turnierbaum festzulegen. Während der Spiele selbst wählten sie die Gewinner aus und achteten auf die Einhaltung der Regeln. Unterstützt wurden sie durch Schiedsrichter, die Stöcke und Peitschen führten. Sie standen bei den Athleten, um jene zu bestrafen, die beim Betrug erwischt wurden. Ein Sieg in Olympia war eine der prestigeträchtigsten Ehren in der gesamten griechischen Welt. Sieger wurden nicht nur in ihrer Heimatstadt mit Ruhm überhäuft, ihre Namen wurden in der ganzen bekannten Welt berühmt. Die Hoffnung auf Ruhm verleitete einige Athleten dazu, ihren Schwur vor Zeus zu brechen und zu betrügen. Dies konnte gefährlich sein, da es viele Bestrafungsmöglichkeiten gab, wenn Betrüger erwischt wurden. Sie konnten mit einer Geldstrafe belegt werden. Oder sie wurden disqualifiziert. Erwischte sie ein Schiedsrichter beim Betrug, wurden sie geschlagen. Was allerdings die meisten vom Betrügen abhielt, war die Schande. Am Fuße des Kronos-Hügels und auf dem Weg zum Stadion gab es eine Gruppe Bronzestatuen, die Zanes hießen, der Plural von Zeus. Diese Statuen waren mit den Namen der betrügerischen Athleten, ihren Vergehen und der auferlegten Geldstrafe beschriftet. Die von den Bußgeldern der Betrüger finanzierten Zanes waren so angeordnet, dass sie sehr gut sichtbar waren. Einzelpersonen oder sogar ganze Städte konnten des Betrugs schuldig befunden werden. Dieses Gebäude hier war das Prytaneion. Es war das Verwaltungszentrum des Kults rund um die Olympischen Spiele. Es beherbergte die Priester des Heiligtums sowie die Kampfrichter der Spiele. Es wurde außerdem dazu genutzt, das große Festmahl zu Ehren der Sieger am Abend des dritten Tages abzuhalten. Außerdem hatte es eine heilige Funktion. Seine innere Kammer bewahrte das Feuer der Hestia, eine heilige Flamme, die Tag und Nacht brannte. Dieses Feuer wurde verwendet, um die anderen Altäre des Heiligtums zu entzünden.
Dieser Brauch könnte die moderne Tradition, die olympische Fackel zu tragen, inspiriert haben. Hallo! Ich hoffe, dir hat dein Besuch gefallen. Mit ihren spektakulären Veranstaltungen und üppigen Festessen waren die Olympischen Spiele eine Freude für die Sinne. Ich bin mir sicher, dass selbst Zeus von diesen Festivitäten unterhalten war. Möchtest du vielleicht noch etwas anderes tun? Nun denn, gute Reise!